Wasser gut bei uns zu Gast sind, die wir groß haben, die Debütroman, wo auch immer ihr seid, sprechen werden. Schön, dass Sie beide da sind. Das ist die erste Veranstaltung in einer Reihe, die wir Lebenswelt genannt haben und in der wir in loser Folge an allen Standorten, wo Stadtbibliothek, Bücher und Menschen vorstellen werden, die Einblicke in verschiedene Lebensrealitäten geben und die uns als Leserin und Zuhörerin erhellende und bereichernde Perspektiven eröffnen. So gelingt es, Fulham in diesem Roman ein sehr vielschichtiges Bild des Vietnamkriegs und seiner Folgen zu zeichnen, die bis heute nachwirken und uns gleichzeitig sehr viel von der Realität junger Migrantinnen der zweiten Generation zu vermitteln. Das passt damit auch ganz wunderbar in unserem Bezug, denn in Lichtenberg leben etwa 10.000 Menschen mit vietnamesischen Wurzeln. Und auch, wenn jeder Einzelne von ihnen eine eigene Geschichte hat, hatte ich beim Lesen des Romans das Gefühl, dass er vieles erklärt, was uns mit Nachbarinnen und Nachbarn zu einem besseren Verständnis verbindet. Der Impuls für die heutige Veranstaltung kam im Nachklang an Interessen mit dem Projekt Dear Family und weiteren Vertreterinnen der vietnamesischen Community hier im Fanpool bei uns in der Bibliothek, in dem es darum ging, die Stadtbibliothek Lichtenberg zugänglicher für Menschen mit vietnamesischen Wurzeln zu machen und besser mit der Community zu vernetzen. Ich freue mich sehr, dass es mit dieser Lesung zu einer ersten Kooperation mit Dear Family gekommen ist, hoffe, dass noch viele weitere folgen werden und sage danke für die Unterstützung. So, genug der Vorreden. Erlauben Sie mir noch zwei organisatorische Sachen. Wir haben es live, das Publikum hier vor Ort wird nie im Bild sein. Ich glaube, wir haben es auch so geregelt, dass Publikumsfragen nicht direkt über Mikro sind, sondern nochmal hier vorne wiederholt werden von der Moderatorin, sodass eigentlich auch niemand im Livestream, der nicht da sein will, erscheint. Genau. Und wir haben uns trotz entschieden, dass wir auch während der Veranstaltung die Masken aufbehalten. Ich glaube, bei den aktuellen Infektionszahlen sind wir uns da alle sicherer. Ja, jetzt noch kurz unsere Moderatorin vorstellen. Vanessa Wu ist Redakteurin der Zeit Online. Außerdem hostet sie zusammen mit Lindsay Tran den hörenswerten Podcast Rise and Shine zu den deutschen Perspektiven. Und sie ist aktuell Gastgeberin der Gesprächsreihe Klassenzimmer für die Durchbruch in der Berliner Schaubühne. Zum ersten Mal aufmerksam wurde ich auf Vanessa Wu, als ich ihre berührende Reportage meine Schrottcontainer-Kindheit 2018 den Theodor Wolff-Preis erhielt. Kann man übrigens immer noch auf Zeit Online nachlesen. Und nun übergebe ich an Vanessa Wu und Chloe Pack und freue mich sehr auf die Lesung und wünsche uns allen spannende Einsichten. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Abend. Auch ich danke meinerseits für die Einladung, hier heute mit meiner Kollegin Huy Pham sprechen zu können. Ich sehe, dass einige Leute noch, ich glaube, hinten standen und bin mir nicht sicher, ob das sein muss, weil wir haben hier vorne auf jeden Fall noch Stühle und vielleicht ist es auch einfach möglich, nachzurutschen. Gerne auch jetzt noch am Anfang. Ansonsten auch hallo an alle Leute im Livestream, hallo an alle diese Leute im Raum. Ich freue mich sehr, heute mit Huy über ein Buch sprechen zu können, das ich sehr besonders finde, weil wer sich mit Vietnamesinnen und Vietnamesen in Deutschland beschäftigt, weiß, es ist einfach sehr dünn, das Material. Es gibt fantastische Sammelbände, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich versuche selber mit einem Podcast viel Geschichte auszugraben und irgendwie nahbar zu machen, aber in der Literatur ist leider noch sehr wenig und dass Huy gewissermaßen auch einen Anfang macht und auch aus Perspektive der zweiten Generation schreibt, ist einfach eine ganz fantastische und wichtige Arbeit. Und da tauchen wir nämlich auch gleich ein. Wir werden den Abend so gestalten, dass wir einige Stellen aus dem Buch gemeinsam lesen und darüber sprechen und am Anfang erstmal wir zu zweit in den Dialog gehen und danach genug Raum noch bleibt, damit auch ihr und sie sich alle einbringen können, Fragen stellen können, Kommentare machen, das ist das Verb dazu, die Kommentare, kommentieren können. Genau, also, liebe Huy, du hast hier dein Debütroman mitgebracht, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil ich
auch dein erstes Buch schon gelesen habe, was kein Roman ist, sondern ein Werk, das du mit anderen geschrieben hast. Wir Neuen Deutschen hieß es 2012, glaube ich. Das ist eine ganze Weile her. Magst du vielleicht für den Anfang erzählen, was in den anderen fast 10 Jahren passiert ist nach diesem Buch und dass du irgendwann dachtest, okay, es wird noch ein Buch und diesmal aber ein Roman? Ja, erstmal vielen Dank und toll, dass so viele Menschen trotz des schrecklichen Wetters hergekommen sind. Und hallo auch an die Leute im Livestream. Es ist wahnsinnig viel passiert in diesen 10 Jahren. Für mich war dieser Roman etwas, was mir nicht leicht gefallen ist. Hm. Und es war auch etwas, wo ich ein bisschen ein Anstupsen von außen brauchte. Also es war eher so, dass ich irgendwann mal angesprochen wurde von einem Literaturagenten, der meine journalistische Arbeit bemerkt hatte und der mich halt fragte, willst du nicht noch ein Buch schreiben? Und ich habe erst über andere Ideen nachgedacht. Ich hatte 2 andere Ideen versucht, Probekapitel geschrieben und schon Urlaube damit verbracht zu schreiben, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann dachte ich irgendwann vielleicht, sollte ich mich mal diesem Stoff nähern, der eigentlich so nah an mir dran ist, nämlich mich inspirieren lassen von meiner eigenen Familie. Ich hatte immer das Gefühl, dass in meiner Familie ein ganz großes Kino, ganz großes Drama steckt, weil meine Familie, wie so viele andere vietnamesische Diaspora-Familien, über die ganze Welt verteilt ist. Also ein kleiner Teil lebt in Deutschland, ein großer Teil lebt in Vietnam und ein weiterer Teil lebt in den USA. Und ich hatte immer das Gefühl, dass da so viel Dramatik drin steckt und auch sehr skurrile und witzige Charaktere in meiner Familie. Und ich hatte mich aber gleichzeitig auch nicht so wirklich getraut, deren Geschichten mal richtig zu erfahren oder erfragen. Und das war dann das Gute, als ich dann versucht habe, eine Buchidee zu entwickeln, dass ich dann zu Ihnen gehen konnte und sagen konnte, ich möchte ein Buch schreiben, kann ich euch mal dazu interviewen, zu dem, was ihr erlebt habt, zu eurer Kindheit, zu der Zeit des Vietnamkriegs, wie habt ihr das erlebt oder auch zum Teil eben, wie seid ihr geflüchtet, wie seid ihr überhaupt nach Amerika gekommen, was macht ihr eigentlich genau? Und das war ein ziemlich langer Prozess. Und dieses Buch hat dann letztendlich von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung 4 Jahre gebraucht. Deswegen war ich so langsam. deswegen langsam. Naja, langsam. Also was sind schon 4 Jahre Schreibprozess im Vergleich zu den 4 Generationen? Wie viele sind es? Die in dem Buch vorkommen. Die in dem Buch vorkommen, ja. Also es kommen im Grunde 3 Generationen vorher, stimmt, bis hin zur Generation der Großmutter. Es gibt eine Hauptfigur, die ist sozusagen auch eine Person der 2. Generation, die ist in Berlin geboren und 30 Jahre alt und dann geht's hoch bis zu ihrer Großmutter. Genau. Ich denke, man kann 3 Generationen, beziehungsweise eine entsteht ja noch, glaube ich. Das kann man vielleicht wollen. durchaus in 4 Jahren verdichten. Und du beginnen tust du aber mit einer 2. Generation, mit einer Figur, die sich Gio nennt. Und dort fängt alles an und vielleicht fangen wir heute auch die Lesung mit dieser Stelle an und tauchen ein in das Setting dieser Hauptfigur. Wir sind in der Gegenwart, zur Weihnachtszeit, in einem Wohnzimmer. Ich glaube, so viel kann man sagen schon mal. Mhm, genau. Als die Dunkelheit durch die bodentiefen Fenster hereinbricht, setzen meine Geschwister und ich uns an den Esstisch, den meine Mutter zur Feier des Tages mit dem schweren Rosenthal-Porzellan gedeckt hat, das sie sonst ausschließlich für deutsche Gäste aus dem Schrank holt. Sie hat sich sogar eine weiße Seidentischdecke aus dem KDW geleistet, obwohl sie dort so selten hingeht und aus Prinzip nur heruntergesetzte Produkte kauft. Sie lebt zwar schon Jahrzehnte in Deutschland, hat die vietnamesische Angewohnheit, immer sparen zu wollen, aber nie abgelegt. Sie war als Kind sehr arm und kann dieses Gefühl auch als Erwachsene nicht abschütteln. Weder der BMW noch das große Haus kommen dagegen an. 100 €, ich habe echt lange überlegt. Zärtlich streicht sie über das schimmernde Tuch. Ich dachte, dass einer von euch sie später erben kann.
Was wir heute essen würden, haben wir in den vergangenen Wochen ausgiebig diskutiert. Am Ende haben wir uns auf Hummer geeinigt, wie auch in den 3 Jahren davor. Keiner von uns mag Meeresfrüchte, aber Hummer sind festlich und schmecken nicht so fischig. Einmal im Jahr gönnen wir sie uns. Auf einer Platte leuchten 5 Tiere unschuldig und orange-rot vor sich hin. Mein Vater greift zu einer Gartenzange, die er beim vorletzten Mal behelfsmäßig gekauft hat und dann so praktisch fand, dass sie seitdem immer wieder verwendet hat. Im Schlafzimmer klingelt das Telefon. Nicht abnehmen, befiehlt meine Mutter und erhebt sich, um Salat zu servieren. In ihren Augen blitzt ein Ärger auf, den ich von unzähligen Auseinandersetzungen aus meiner Schulzeit kenne. Der Ärger darüber, dass jemand es wagt, das heilige Beisammensein der Familie zu stören. Das Läuten verstummt und beginnt nach einer kurzen Pause erneut. Unverschämt, schimpft meine Mutter und sticht mit ihrer Gabel in den Salat. Mein Vater, wie immer solidarisch mit ihr, schneidet seinem Hummer eine Zange ab. Stille. Dann klingelt es wieder. Ich springe von meinem Stuhl hoch. Vielleicht ist es ja ein Notfall oder, was ich nicht hoffe, mein alter Schulfreund Thomas, der weder Familienrituale noch Feiertagsruhe kennt. Ich renne zum Telefon, so wie ich als Schülerin oft zum Telefon gerannt bin, um zu verhindern, dass meine Mutter ihn an den Hörer bekommt und beschimpft. Ja? Ich klinge unhöflich. Ich will unhöflich klingen. Eine unbekannte Männerstimme antwortet. Auf Vietnamesisch fragt sie, wer am Apparat sei. Kim hier, antworte ich. Ich habe seit unserem letzten Vietnamurlaub vor 5 Jahren kein Wort Vietnamesisch gesprochen und ärgere mich, die Sprache ausgerechnet jetzt mit diesem Unbekannten üben zu müssen. Wer? Vielleicht ist er einer meiner Verwandten. Offenbar kennt er meinen deutschen Namen nicht. Ich versuche es noch einmal. Hier ist Geo. Ich spreche etwas lauter und dehne die Silbe. Ich habe den Namen immer noch nicht verstanden. Wer? Geo, wiederhole ich noch einmal. Die Tochter von Min. Ach so, Geo. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das Gespräch ist keine 30 Sekunden alt und hat mich schon in die dunkle Kammer meiner beschämendsten Erinnerungen zurückversetzt. Plötzlich sehe ich wieder vor mir, wie ich bei meinem letzten Besuch in Saigon versuche, mich radebrechend verständlich zu machen. Ich hatte diese Erinnerung lange verschlossen. Nun fällt mir ein, warum. Vielleicht sollte ich einfach wieder auflegen. Hier ist dein Onkel Sirn aus Kalifornien, sagt der Mann am anderen Ende. Ich hatte schon versucht, dich über Facebook zu erreichen. Wahrscheinlich hast du meine Nachricht nicht gesehen. Er macht eine Pause. Es scheint ihm schwer zu fallen, zu sprechen. Weil ich nicht weiß, ob oder wie ich mich jetzt entschuldigen soll, schweige ich. Irgendetwas rauscht in der Leitung. Die Verbindung ist sehr schlecht. Es geht um deine Großmutter, sagt er schließlich. Sie liegt im Sterben, ich muss unbedingt mit deinem Vater reden. In einer anderen Situation, in einer anderen Sprache, hätte ich jetzt gerne etwas gesagt. Ich wünschte, ich hätte sie besser kennengelernt, jetzt ist es zu spät dafür, wäre zum Beispiel gut gewesen. Aber da ich offenbar nicht mal in der Lage bin, meinen eigenen Namen zu kommunizieren, murmel ich nur, okay, und rufe, den Hörer mit einer Hand abdeckend, nach meinem Vater. Dankeschön. So, ab hier baut sich dann die ganze Geschichte auf. Wir kriegen einen Eindruck von der Familie, von dem Mädchen, das du Geo genannt hast. Und eins liegt natürlich erstmal auf der Hand zu fragen. Ich glaube, das ist immer so, wenn man Bücher liest, die von der eigenen Familiengeschichte inspiriert sind. Wie viel ist da Geo, wie viel ist da Hue? Ich meine, die Namen sind auch schon sehr parallel. Du meintest auch, du hast eben mit deiner Familie gesprochen. War das dir klar, dass du aus so einer Perspektive erstmal anfängst zu schreiben? Und warum ist das nicht Hui? Es ist tatsächlich so, dass es viele Leute das auch verwechseln. Es gibt sogar einige Rezensionen, wo dann steht, und die Hauptperson Hui bekommt dann einen Anruf von ihrem Onkel und so. was tatsächlich ein bisschen blöd ist, semantisch vom Buchstabenbild her und eigentlich nicht meine Intention war, aber natürlich gibt es dieses Spiel, diese Frage, wie viel Wahrheit ist drin, wie viel Fiktion. Und ich kann es nicht 100% beantworten.
Ich kann euch nur sagen, dass ich ursprünglich gar nicht über diese Figur schreiben wollte, gar nicht oder ganz wenig über meine Perspektive schreiben wollte, weil ich die nicht so interessant finde. Also die Geschichten, die dann später folgen von dem Vater und dem Onkel, also von der im Grunde ersten Generation der Vietnamesen, die zum Teil den Krieg erlebt haben, zum Teil die Auswanderung, die sind so dramatisch und haben so eine krasse Fallhöhe, dass ich immer das Gefühl hatte, wieso jetzt noch die Perspektive der zweiten Generation einbringen? Die hat ja gar nicht diese existenziellen Probleme. Und doch war es dann beim Schreiben auch... Hallo. Und doch war es dann auch beim Schreiben wieder so, dass es Input von außen gab. Mhm. Und zum Beispiel mein Verlag dann sagte, wir brauchen diese Perspektive der zweiten Generation, weil sie natürlich auch eine Brücke ist. Mhm. Ihre Unwissenheit über die vietnamesische Kultur ist natürlich auch sozusagen Anknüpfungspunkt vielleicht für die Leser, die das nicht kennen. Und sie lernen durch sie Vietnam kennen oder das vietnamesische Erbe. Und ich habe dann versucht, also es war für mich sehr schwierig, diese Figur zu schreiben, weil ich das eigentlich nicht wollte und weil sie irgendwie natürlich dann trotzdem sehr nah an mir dran ist. Es sind schon viele von meinen eigenen Gedanken und Widersprüchen und Zweifeln und Fragen reingeflossen. Auch mir zum Beispiel war es tatsächlich früher als Kind irgendwie unangenehm, wenn Verwandte aus den USA oder Vietnam angerufen haben. Ich hab mich Horror-Szenario. Ja, kennst du das, ja? Es stirbt immer jemand. Es war irgendwie immer mir so unangenehm und ich kann gar nicht genau erklären, warum. Was ja auch irgendwie schrecklich ist. Es sind ja deine Verwandten und es ist ja eigentlich eine tiefe menschliche Bindung. Und gleichzeitig ist da immer diese Peinlichkeit gewesen. Und deswegen, so diese Szene habe ich mir ausgedacht, aber diese Peinlichkeit ist wahr. Und so kann man das, glaube ich, über viele Sachen in diesem Buch und über diese Person sagen. Also es ist viel ausgedacht, aber ich habe da auch oft an eigene Erlebnisse zurückgedacht oder auch zum Teil Erlebnisse von anderen einfließen lassen, Gedanken von anderen. Ich muss ja sagen, was ich da besonders interessant fand und auch mich sogar fast wütend gemacht hat an dieser Figur, und ich habe mich da auch gefragt, warum es so ist, ist, dass die sich so unglaublich unwohl in ihrer Haut fühlt. Also du meintest auch, das war dir auch schon nicht angenehm, überhaupt diese Figur zu schreiben, und dann ist diese Figur sich selbst auch unangenehm, weil sie die Sprache zum Beispiel nicht richtig beherrscht, weil da eine familiäre Verbindung sein sollte, die sie selbst einfach nicht mal spürt. Die Figur entwickelt sich auch noch ein bisschen dann im Laufe dieses Romans, aber gab es einen Grund, warum du auch dieses Unwohlsein nochmal so herausgestellt hattest? Ja, also einer meiner ersten Leser des Romans war mein Vater. und er meinte danach auch, also bist du sicher, dass du das so schreiben willst? Und werden die Leute denken, du hast einen Minderwertigkeitskomplex, das ist ja wirklich furchtbar und so. Warum hast du eigentlich solche Probleme? Und ich meinte, es ist Literatur, es ist langweilig, wenn sie einfach total zufrieden ist mit ihrem Leben. Ich glaube, es muss... man muss irgendwie sehr tief reingehen sozusagen in die Wunden, um diese Geschichte zu erzählen. Und auch, es ist ein bisschen, wenn man so will, die Geschichte natürlich ihrer Selbsterkenntnis. Mhm. Und deswegen ist es sehr, hatte ich das am Anfang auch sehr stark gezeichnet, dass sie wirklich sehr viel von ihrer vietnamesischen Herkunft ablehnt. Also das kann man wirklich so sagen. Sie möchte damit einfach nichts zu tun haben. Das ist, glaube ich, das ist etwas, was ich auch immer wieder mitbekommen habe, dass ich Leute, also ich selber habe das auch oft schwierig empfunden, auch gerade als ich jünger war, als Jugendliche. Ich bin in Berlin auch aufgewachsen, in West-Berlin, Nord-Berlin besser gesagt, in Reinickendorf, und da gab es keine Vietnamesen. Und
jetzt, wie auch gerade die zweite Generation miteinander spricht oder worüber sie spricht, dass es jetzt einen Podcast gibt, zum Beispiel wie von euch, Filme, Theaterstücke, das gab es damals nicht. Mhm. Es war sehr stark, für mich war es sehr stark verbunden, vietnamesische Kultur mit der strengen Erziehung. Und natürlich als Jugendliche, warum habe ich so viel weniger Freiheiten als alle meine deutschen Freunde? Und es war sehr stark irgendwie mit diesem Elternhaus verbunden und also mit so einem ganz anderen Leben und auch mit dem Nicht-Dazugehören, nicht zu Deutschland gehören. Mhm. Auch das war nochmal, glaube ich, sehr anders als heute. Also ich bin halt in den 90er Jahren groß geworden. Das waren die prägenden Jahre, also direkt nach den Jahren nach dem Mauerfall, wo es auch Anschläge gab, wo es eine ganz schreckliche Asyldiskussion gab. Und es ist so ein ganz tiefes, also einfach so ein Misstrauen einem oft entgegenschlug, auch wenn es, wie ich jetzt sagen würde, oft einfach mit Unkenntnis zusammenhing. Aber deswegen war es, glaube ich, habe ich das früher, hatte ich das Gefühl, das war irgendwie nicht einfach, aus einer vietnamesischen Familie zu kommen. Und deswegen wollte ich in dieser Figur diese Schwierigkeit bündeln. Ja, ich finde es auch sehr mutig, weil diese Figur versucht gar nicht, eine Mustertochter zu sein. lehnt das aber auch nicht in einen, also ich weiß, und diese ganzen Widersprüche, auch die inneren werden irgendwie klar, so Gefühle von Scham vielleicht auch. Und gerade in so einer orientierungslosen Phase finde ich das sehr wertvoll, einfach anzusprechen, dass es das gibt. Es ist okay, nirgendwo erstmal sich zugehörig zu fühlen oder es nicht zu wissen einfach. Und nicht zu wissen, was das Nächste ist, was man tut, was das Richtige ist, was angemessen wäre, wie man es angemessen sagt. Genau, deswegen eine sehr spannende Figur. Das Buch ist aber multiperspektivisch geschrieben und du hattest vorhin auch schon angedeutet, dass dich eigentlich die anderen Figuren selber mehr interessiert hatten. Deswegen würde ich auch gleich weiter tatsächlich zur nächsten Figur galoppieren. Und das ist nämlich der Vater. Genau. Ach so, vielleicht sollten wir noch ein bisschen was zum Setting sagen, ja, des Vaters. Wir haben ja jetzt den Anruf erhalten, die Großmutter liegt im Sterben. Und das Buch dreht sich aber erstmal noch mal eine ganze Weile zurück. Und wir gehen in das Jahr 1975 meine ich. Ich glaube jetzt sogar noch mal ein bisschen später. Die Vaterfigur ist nämlich inzwischen ausgewandert. Sie hat Vietnam in sehr turbulenten Jahren verlassen, kommt erstmal in Deutschland an, orientiert sich, findet sich neu zurecht, versucht Anknüpfung zu finden und kommt über Umwege, lernt er den Sohn von so den ersten Leuten kennen, die er in Deutschland getroffen hat. Und dieser Sohn ist Vietnam begeistert, muss man so zu sagen, und lädt ihn erstmal zu der Veranstaltung ein. Genau, der Sohn heißt Werner, der ist Student und der gehört so zu der 68er-Bewegung. Vor dem Eingang der Technischen Universität Berlin, direkt unter den weißen Buchstaben mit ihrem Namen, hing eine rot-blaue Fahne mit einem gelben Stern, die ihm bekannt vorkam. Er hielt inne, setzte seine Brille ab und säuberte die nassen Gläser. Tatsächlich, es war die Fahne, die er so oft in den vietnamesischen Nachrichten gesehen hatte. Die Flagge des kommunistischen Vietkongs, der sein Land terrorisierte. Wie seltsam, er musste Werner unbedingt auf diesen Fehler hinweisen. Vom Ende des Ganges konnte er ein Marschlied hören. Menschen, viele Menschen sangen es mit. Die Musik kam aus dem großen Auditorium, die Konferenz hatte schon angefangen. Mit schnellen Schritten eilte er in den Flur hinunter. An den verschlossenen Doppeltüren hing ein Plakat. Der Kampf für die vietnamesische Revolution ist Teil des Kampfes für die Befreiung aller Menschen von Unterdrückung und Ausbeutung, stand darauf. Daneben war ein vietnamesischer Soldat mit erhobenem Maschinengewehr abgebildet. Vorsichtig drückte Minh die Türklinke herunter. Der Hörsaal wirkte auf ihn so groß wie ein Sportstadion. Zu seiner Rechten sah er hunderte Studenten sitzen, die Stuhlreihen wandten sich wie bei einer Zuschauertribüne immer weiter nach oben. Zu seiner Linken sah er eine Bühne, auf der 5 Männer hinter einer langen Tischreihe saßen. Mit ihren wichtigen Mienen und Stapeln von Papieren wirkte es, als hätten sie eine Regierungserklärung verfasst, die sie sogleich verlesen würden.
Ganz vorne stand, mit einem Mikrofon in der Hand, Werner. Er trug eine schwarze Baskenmütze und ein rot-blaues T-Shirt. Sein Blick fiel auf Min. Min spürte, wie seine Kopfhaut zu jucken begann. Wie peinlich, dass er zu spät gekommen war. Warum war er nicht einfach zu Hause geblieben, statt diese Veranstaltung zu stören? Mit seiner Hand schummte er sein Gesicht ab und lief geduckt zu der Stuhlreihe ganz hinten. Er setzte sich an den äußersten Platz. Die Musik verstummte. Werner hielt das Mikrofon an seine Lippen und begann zu sprechen. Letztens, liebe Genossinnen und Genossinnen, habe ich mich länger mit meinem Freund aus Vietnam unterhalten. Er hat mir erzählt, wie viel er durchmachen musste, um hierher zu kommen. Von seiner Flucht und Verzweiflung, von diesem illegalen Krieg. Er sagte mir, dass sein Land jede Unterstützung gut gebrauchen könne. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Jeder von uns muss einen Beitrag leisten. Er hielt inne und schlug seine rechte Hand auf seine linke Brust. Ich bin sehr froh, dass er heute bei uns ist. Zu Mins Horror steckte Werner seine Hand aus, um auf seinen Platz ganz hinten zu zeigen. Min, Bruder, wir sind an deiner Seite. Rechts und links neben sich hörte Min, wie sich die Leute auf ihren Sitzen bewegten. In den Reihen vor ihm drehten sich die Zuschauer nach ihm um. Hunderte Augenpaare sahen ihn an. Nach einigen Sekunden rief ein Mann auf dem Podium: Solidarität mit dem vietnamesischen Volk! Eine Frau in der dritten Reihe hielt ein Plakat in die Luft, auf dem Vietnam stand. Auf der Bühne begann Werner langsam zu klatschen. Vor ihm stimmten die Studenten mit ein. Min hörte Pfiffe, dann hörte er Jubel. Wie eingefroren saß er da. Ja, eingefroren, der Arme. Weil, das muss man zu dieser Geschichte auch wissen, er kam nicht als Vietcong-Kämpfer ins Ausland, sondern begann dort erstmal ein Medizinstudium. Seine Familie hat ihn ins Ausland gesendet und er ist bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht sonderlich politisch interessiert, belesen zum Beispiel, diskutiert gerne, aber diese Kriegsszenen sind noch nicht so wirklich seins. Ab hier, also spätestens ab hier, war ich beim Lesen komplett gepackt. Das liegt nämlich auch daran, dass auch diese Generation so schwer erfassbar ist. Und auch diese Kriegsgeschichten, die gibt es im englischsprachigen Raum, aber auch nicht so viel, also nicht so aus direkt vietnamesischen Perspektiven. Wir haben Dokus und so weiter. Und hier hast du dich als Autorin mal in diese Perspektive von, ja, so eine historischen Figur hineinversetzt, über die man über andere Medien wenig mitbekommt. Ich frage mich, wie war das für dich, so die Perspektive von so einer ersten Generation einzunehmen? Wie kommt man da überhaupt an Informationen? Wie bist du bei der Recherche auch einfach vorgegangen und hat dich da irgendwas überrascht? Ja, das war total faszinierend und auch nicht einfach für mich. Es gibt tatsächlich, wie du sagst, es gibt natürlich schon irgendwie viele Filme und Fotos vom Vietnamkrieg. Da ist auf eine gewisse Art natürlich auch so ein Popkulturphänomen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber schon sehr oft aus einer ganz bestimmten Perspektive erzählt. In allermeisten Fällen erzählt aus der Sicht von amerikanischen Kriegsreportern, Männer, die sich in vietnamesische Frauen verliebt haben und ihre Sanftmütigkeit beschreiben. Und wenn man aber nach Vietnam geht, dann merkt man, dass dieser Krieg eigentlich jede Familie beeinflusst hat, geprägt hat, weil es noch nicht so lange her ist. 1975 hat er geendet. Und die Tatsache, dass so viele Familien in der Welt verstreut sind, hat genau damit zu tun, dass es nach dem Krieg so viele Menschen ins Ausland geflohen sind. Und wenn dieser Krieg nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich in Vietnam geboren und hätte ein ganz anderes Leben. Und ich habe dann sozusagen wie eine große Recherche angefangen, dieses Thema zu recherchieren. Und ich wollte aber wissen, wie das aus Sicht der Familien ist, der normalen Familien, nicht wie irgendeine Schlacht auf irgendeinem Hügel abgelaufen ist, sondern wie war das für eine Familie, die in Saigon gelebt hat, wie er,
Das ist ja sozusagen das, die Hauptstadt gewesen des damaligen Südvietnams, was verloren, im Krieg verloren hat, also die Seite der Besiegten. Wie hat es sich für die angefühlt, in den, was hatten die denn zu essen? Was haben die für Kleidung getragen? Wie haben die miteinander kommuniziert? Wie haben die ihre Briefe formuliert? Also solche Sachen wollte ich wissen. Und dafür habe ich einfach sehr, sehr lange Einzelgespräche geführt mit Mitgliedern meiner Familie. Diese Szene zum Beispiel basiert auch auf Schilderungen, die mir mein Vater erzählt hat. Es ist auch wiederum nicht genau so gewesen, aber es gab tatsächlich damals in den Jahren, in den 68er Bewegung in Berlin, er hat tatsächlich einmal eine solche Konferenz erlebt, wo er hingekommen ist als Vietnamese und überhaupt nicht verstanden hat, worüber eigentlich diese deutschen Studenten da vorne auf der Bühne reden und warum die jetzt alle klatschen. So, und auch das ist wiederum natürlich dramatisiert, aber es ist eine wahre Anekdote, die man so sonst nicht findet, sondern die du nur von den Menschen bekommst. So ein bisschen wie Oral History. Das ist die andere Seite einfach. Es ist die, ja, genau, es ist ja. Die andere Seite. Es gibt auch über die 68er in Deutschland gibt es ja unzählige Geschichten, Porträts und auch deren Haltung zum Vietnamkrieg ist gut dokumentiert. Aber was waren das für die, wie war es für die Vietnamesen damals? Und eben für die Südvietnamesen, die ja Antikommunisten waren, für die war es einfach ziemlich komisch. Und dann aber auch später dann auch ziemlich schmeichelhaft. Also mein Vater meinte so, oh, wir waren irgendwie cool. So, und von daher war das für mich schon auch sehr stark eine Reise in eine Welt, die ich nicht kannte, in die Vergangenheit. Ich habe dann irgendwie auch eben Recherchen durchgeführt in Vietnam. Ich bin auch nach Kambodscha gefahren und war halt in den USA. Und ich habe dann versucht, so viele Informationen wie möglich zu bekommen, persönliche Informationen. Ich habe auch mit Zeitzeugen gesprochen, ich habe auch mit anderen Schriftstellern gesprochen. Und dann habe ich versucht, mir mit anhand von diesen Informationen, die ich hatte, möglichst bildliche Kapitel zu schreiben, damit man sich in diese Zeit hineinversetzen kann. Mit Bao Ning hast du gesprochen, Sorrow of War, das habe ich jetzt erst hinten im Nachwort gelesen. Ja, das war ganz, also das ist ein ganz tolles, berühmtes, krasses Buch, was auf Deutsch Die Leiden des Krieges heißt. Und der Schriftsteller ist sowas wie der Günter Grass von Vietnam. Und er war früher selber Soldat in der nordvietnamesischen Armee und hat selber gekämpft. Und er hat mir erzählt, dann später, wie in den Jahren nach dem Krieg, nachdem sie gewonnen hatten, wurde er rausgeschickt mit seinen Kameraden, um die Knochen der gefallenen Soldaten zu sammeln. Und der meinte, wir hatten nichts, wir hatten nur irgendwie so eine Info wie, da hinten an dem Fluss war ein Baum, da könnten ein paar Körper verscharrt sein. Und das war eine unglaubliche, unvorstellbare Arbeit, die sie da machen mussten. Und das hat mich so, also das war so zum Beispiel ein Detail aus dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, was mich so krass irgendwie bewegt hat, dass ich das dann später auch in meine Geschichte einflechten wollte, weil diese Realität hat es gegeben. Und ich hätte, meine Fantasie wäre viel zu beschränkt gewesen, um mir so etwas auszudenken. Ich wollte erfahren, welche irren, dramatischen, unglaublichen Situationen so ein Krieg oder auch das, was danach folgt, hervorbringt und es dann aber zu Literatur verarbeiten. Das Krasse an dem Buch, das wir gerade auch angesprochen hatten, war ja auch, dass er zum ersten Mal vor großem Publikum einen kollektiven Schmerz angesprochen hat, weil bis dahin viel neue nationale Narrative, um es mal so zu formulieren, kursierten oder Propaganda einfach. Und so das große Trauma so plastisch noch nicht vorkam. Weil es vielleicht auch einfach sehr schmerzhaft ist, dieses Trauma überhaupt erstmal zu öffnen und zugänglich zu machen. Ich kann nur von meiner Arbeit sagen, dass ich das ist nicht mal unmittelbar danach, das sind nicht meine eigenen Erlebnisse, empfinde es als super schmerzhaft, mich damit auseinanderzusetzen. Und habe mich auch gefragt, wie es dann für dich ist, eben in diese Recherche zu gehen und in eben diese Kriegsgeschichten, in diese Geschichten von großem Leid und Traumata.
Es hat mich, es war auch wirklich, das, vielleicht war das auch mit ein Grund, warum es so lange gedauert hat. Als ich letztens wollte ich nochmal, habe ich nochmal meine alten Notizbücher nachgelesen, weil ich für ein Interview einen Fakt checken wollte. Da ging es um die Flucht von mehreren Onkels, die ich hatte. Und ich wollte einfach checken, mit wie vielen Jahren wurden die nochmal festgenommen und kamen ins Gefängnis. Und ich habe einfach meine Notizen nachgelesen und ich musste weinen, als ich diese Notizen gelesen habe. Diese unleserlichen Kurznotizen. Und so ging es mir auch tatsächlich manchmal beim Schreiben. Also es war zum Teil einfach so, dass es an sich, glaube ich, jeden sehr treffen würde, wenn du solche Geschichten hörst, wie jemand, also zum Beispiel die Boat People damals, die übers Meer geflohen sind, die wurden, hatten oft noch das letzte Gold dabei, ihrer Familie, als Geld, das haben die irgendwie am Körper getragen. Und weil so viele Leute übers Meer geflohen sind, gab es auch sehr viele Piraten, thailändische Piraten, malaiische Piraten, die diese Flüchtlinge ausgeraubt haben. Und mein Onkel hat mir erzählt, wie er dreimal ausgeraubt wurde. Zweimal auf dem Boot und dann kamen sie an Land und nochmal. Und es ist alleine das zu hören, selbst wenn es nicht dein Onkel ist, ist schon so schrecklich, finde ich. Und dann aber zu wissen, dass deine eigene Familie und die Person, mit der du sonst irgendwie so Steak essen gehst oder so, ist einfach krass. Und es hat natürlich auch Betroffenheit in mir ausgelöst und Schuldgefühle, weil ich selber natürlich nie in so einer Situation war, sondern immer eben in meinem behüteten, in meiner behüteten Welt in Berlin aufgewachsen bin. Und die Sachen, die ich als Probleme empfunden habe und die, glaube ich, auch absolut ihren Platz haben, ihre Wertigkeit, die es auch verdient, ausgesprochen zu werden, Identitätsfragen, sind trotzdem angesichts dieser existenziellen, lebensbedrohlichen Fragen, die meine nächsten Verwandten erleben mussten, natürlich klein. So wirkten sie zumindest auf mich. Oder zumindest habe ich mich das beim Schreiben manchmal gefragt, ob es so ist. Und ich habe mich gefragt, wenn wir damals mehr gewusst hätten über das, was unsere Verwandten leben, hätten wir da mehr machen können für die. Wir wussten auch ganz viel nicht. Also selbst meine Eltern wussten ganz viel nicht von dem, was ihre Geschwister erlebt hatten, die entweder in Vietnam geblieben waren oder dann nach Amerika geflohen sind. Weil damals gab es noch kein Internet, es gab noch kein WhatsApp. Man hat sich irgendwie alle paar Monate oder einmal im Jahr einen Brief geschrieben, wobei die Briefe dann auch so oft so kodiert formuliert waren, weil man Angst hatte, dass sie mitgelesen werden. Und ansonsten hat man Geld geschickt und es wurde über ganz viele Dinge nicht gesprochen, auch in meiner Familie nicht. Und so war das, dass ich dann halt immer diese Interviews geführt habe und mich mein Vater danach immer danach gefragt hat, und was hat dir mein Bruder erzählt? Und sie hatten zum Teil selber nicht darüber gesprochen. Mhm. Das war dann eigentlich erst, als ich sie gefragt habe, haben sie angefangen zu erzählen. Und dann waren sie auch sehr offen, aber sie hatten einfach vorher nicht darüber gesprochen. Ja. Über das Nichtsprechen geht es auch an der nächsten Stelle, die wir uns anhören. Und zwar wechseln wir noch einmal die Perspektive. Wir haben jetzt die Protagonistin aus der zweiten Generation gehört, ihren Vater. Und jetzt kommt dessen Bruder, der auch geflüchtet ist, der war nicht als Studierender ins Ausland gegangen. Und wir haben die Fluchtgeschichte jetzt schon eine Weile hinter uns. Wir befinden uns in der Gegenwart. Geo besucht nämlich diesen Onkel. Und jetzt werden alte Geschichten ausgegraben. Genau. Er erzählt von seiner Frau Mai, die auf einmal nicht mehr da ist. Und wie sich herausstellt, hatte sie Krebs. Tonlos erzählt er, wie sie 10 Jahre nach dem ersten Mal erneut die Diagnose erhielt. Offenbar hatte der Brustkrebs gestreut und Metastasen gebildet, die nicht entdeckt worden waren. Weil Tante Mai glaubte, dass sie ihn auch beim zweiten Mal bezwingen würde, bestand sie darauf, ihr Büro nach Hause zu verlegen, damit sie in den Phasen zwischen ihrer Chemotherapie arbeiten konnte. Um mit ihren Kunden in Vietnam trotz der Zeitverschiebung skypen zu können, übernachtete sie manchmal auf dem Boden vor ihrem Schreibtisch,
stand mitten in der Nacht auf und kam erst nach dem Telefonat in das Schlafzimmer, um weiterzuschlafen. Wir sind in Kalifornien, sie leben in Kalifornien. Sie war zu stolz, um zu zeigen, wie schlecht es ihr ging. Kaum jemand wusste, wie krank sie war, erzählt Onkel Sean. Sie sagt immer, was bringt es, anderen von meinem Problem zu erzählen? Wenn sie sich Sorgen machen, wird das Leid nur größer. Ich denke an das Lied von der steinernen Witwe und an die Fähigkeit der vietnamesischen Frau, für andere so lange zu leiden, bis von ihr selbst nichts mehr übrig ist. Wie konnte sie in so einer Situation arbeiten, rufe ich auf Vietnamesisch. Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass sie sich schont? Zum ersten Mal auf dieser Reise ist es mir egal, ob ich mich mit meinem Kauderwelsch und meinen Verwandten blamiere. Er fährt sich durch seine grauen Haare. Ich habe ihr gesagt, dass wir einen Urlaub in Florida machen wollten, aber sie wollte nicht. Ich habe ihr vorgeschlagen, shoppen zu gehen und etwas Schönes zu kaufen, aber sie wollte nicht. Ich habe sie arbeiten lassen. Ich dachte, es lenkt sie ab. Wir kommen aus einem armen Land, verstehst du? Sie wollte sicher gehen, dass ich nach ihrem Tod genug Geld habe, um sorgenfrei leben zu können. Das war ihr einziger Wunsch. Wie hätte ich ihr den verwehren können? Sein Kopf fällt vornüber, stumm wischt er sich die Augen. Warum habe ich sie nicht zu ihrem Glück gezwungen? Ich sehe meinen Onkel an und schäme mich. Ich schäme mich für meine schnellen Annahmen und meine einfachen kleinen Sorgen, für meine hohen Theorien über Frauen und Männer, vorgetragen aus der Bequemlichkeit meines privilegierten westlichen Lebens. Wie viel braucht es, um die eigene Herkunft zu verstehen? Mehr als Worte und alles und nichts. Warum hast du uns nie etwas gesagt? Die Stimme meiner Mutter ist dünn wie Rauch. Aus geröteten Augen sieht er sie an. Wenn wir uns gesehen hätten, hätte ich es euch erzählt, natürlich. Aber wir haben in den letzten Jahren so wenig miteinander gesprochen, dass es mir komisch vorgekommen wäre. Man kann ja schlecht eine Weihnachtskarte verschicken und schreiben, Merry Christmas. Übrigens, Mai hat Krebs. Genau, das ist nochmal so eine... wir haben ein bisschen... so eine Stelle, die ich sehr bewegend finde, weil sich darin so ein Gefühl verdichtet für diejenigen, die, glaube ich, so ein Leben in einer Diaspora kennen, was sehr präsent ist, so ein Gefühlswirrwarr. Es clashen irgendwie Kulturen miteinander, es clashen auch gewissermaßen Generationen miteinander, Geo, die einfach sagt, so, wieso hast du dich jetzt so und so verhalten? Und dann fängt er an zu erklären, aber es ist eine Generationsfrage, es ist eine Kulturenfrage. In dieser auch einen kurzen Stelle wird so viel verhandelt zu Nähe und Distanz. Wie nah muss man sich sein, um Dinge zu erzählen? Reicht Verwandtschaft oder muss man sich geografisch nah sein? Oder muss man sich die ganze Zeit irgendwie sprechen? Und wie kann man eigentlich anders darüber sprechen? Und das ist ja auch ein sehr starkes Motiv in diesem Buch. So, wie kann man miteinander sprechen? Wer es noch nicht gelesen hat oder gelesen hat, man sieht es verschiedene auch Etappen über die Arten zu sprechen, in den verschiedenen Generationen und so weiter. Und da frage ich mich auch, wie hast du denn das Gespräch begonnen mit vielen Leuten? Also wo hast du angefangen? Hast du gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, erzähl mal. Oder fängt man auch irgendwie eigentlich anders an? Merry Christmas. Ich wusste auch ganz lange nicht, ich weiß auch jetzt nicht so wirklich, wie ich mit meiner Familie oder wie ich mit meinen Verwandten am besten sprechen soll. Es ist total komisch, aber manchmal fällt es mir leichter, ich bin ja Journalistin und manchmal fällt es mir leichter, mit ganz fremden Leuten über sehr persönliche Dinge zu reden. Und wenn mir jemand sehr nah ist, dann ist es für mich manchmal wie so eine Schranke, über Gefühle zu reden, zum Beispiel, oder ich weiß nicht, was man falsch, also ich weiß nicht genau, aber ich hatte das jedenfalls auch. Die Sprachlosigkeit ist ein Riesenthema in diesem Buch, weil es ja auch ein großes Thema ist für mich. Die verbale Sprachlosigkeit durch die unterschiedlichen Sprachen, also die emotionale Sprachlosigkeit. Es gibt auch in dem Buch eine Figur, die ist gehörlos. Es gibt tatsächliche Sprachlosigkeit. Es gibt aber auch andere Arten, wie man miteinander kommuniziert. Und mir fiel es dann tatsächlich am leichtesten, mit meinen Verwandten zu sprechen, als ich in diesem Setting war und ihnen sagen konnte, ich möchte gerne ein offizielles Interview mit mir führen, für mein Buch. Und dann habe ich sie
wirklich wie bei so einem Interview, habe ich erstmal angefangen, wann genau wurdest du, was ist dein Geburtstag? Technische Fragen. Wann ist dein Geburtstag und wie war deine Kindheit? Und dann habe ich so biografisch sozusagen nach und nach abgefragt. Und das war irgendwie ein guter Rahmen. Sie haben mir auf diese Art, in diesem Rahmen, ganz viel erzählt, was in einem normalen, bei einem normalen Familientreffen nie möglich wäre. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn wir mit der Familie unterwegs sind, sind es erstmal immer unglaublich viele Leute. Also man ist schon mal in der Gruppe, da kann man ja eh nicht so tief oder persönlich sprechen und dann ist man außerdem meistens am Essen oder am Kochen oder am Tisch decken. Und es geht auch nur ums Essen. Und man redet mal auch die ganze Zeit übers Essen. Ich glaube auch aufgrund meiner deutschen Sozialisation und weil es in Deutschland ja auch diese Kultur der Vergangenheitsbewältigung gibt, habe ich schon irgendwie früh gemerkt, irgendwie, vielleicht ist da ja was, aber da ist irgendwas, aber wir reden nicht darüber. Also da ist irgendwie noch sowas dahinter. Aber ich weiß nicht richtig, wie ich an diesen Ort komme. Und es wäre auch komisch. Ich hätte es, glaube ich, auch bei so einem Familiendinner total komisch gefunden, jetzt auf einmal anzufangen, über eine Krankheit zu reden. Es sei denn, man redet darüber, wo man jetzt am besten eine medizinische Behandlung bekommt. Aber nicht so wie hier in diesem Buch. Und es ist tatsächlich so, dass ein Onkel von mir eine Frau hatte, die an Krebs gestorben ist. Und dass andere Verwandten davon erst Jahre später erfahren haben und so schockiert waren, als sie es gehört haben, weil sie sich auch irgendwie schuldig gefühlt haben, dass sie es so lange nicht wussten. Und gleichzeitig hat es aber keine Gelegenheit gegeben, so etwas Wichtiges zu sagen. Und ich nehme an, dass es auch etwas ist, ja, also ich glaube, das ist etwas natürlich in Familien, die geografisch sehr weit auseinander sind, ist, glaube ich, etwas, was häufig vorkommt, weil man einfach durch Nähe und Zeit miteinander verbringt, das schafft viel mehr Gelegenheiten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber wahrscheinlich gibt es auch sogar in normalen deutschen Familien gibt es auch zum Teil irgendwie Geheimnisse, die Leute voreinander haben, Leute, die auf engstem Raum sind und dann doch einander Dinge verschweigen oder nicht ansprechen, weil man sich irgendwie auch gleichzeitig so nah ist. Hast du beim Schreiben auch mal an die deutsche Vergangenheitsbewältigung gedacht oder vielleicht dich sogar inspirieren lassen, wie eigentlich andere Leute vorgehen? Ich meine, die Geschichten, die wir, ich sage jetzt mal in unserer Generation, ungefähr erzählen, sind so, habe ich manchmal das Gefühl, sind so ein bisschen die Geschichten, die Deutsche vor 20, 30, 40 Jahren erzählt haben oder so auch die 68er, das stark beschäftigt. Dann gibt es auch die 70er und so. Also es fiel mir ehrlich gesagt eher im Nachhinein auf. Und dann dachte ich, Mann, ey, ich bin so deutsch. Ich mache so ein Buch und befrage meine Familie zu ihrer Vergangenheit. Es ist sehr deutsch. Und was hast du im Krieg erlebt? Also es ist ja wirklich, es ist wirklich typisch. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel jetzt in Vietnam wäre und sagen wir mal ein PhD machen würde oder so, dann wäre das so ein tolles Projekt, so ein tolles, riesiges, faszinierendes, schwieriges Projekt, mit den Leuten zu reden, die das erlebt haben und die noch am Leben sind. Es ist einfach aus politischen Gründen und so nicht so einfach, so eine Art zu machen, das verstehe ich total. Aber es ist so unglaublich, was dort passiert ist in diesem Krieg, der aus historischer Perspektive einfach noch nicht lange her ist. Ja. Und ich glaube aber, genau, es wäre schwierig, das dort zu machen. Und hier in Deutschland gibt es halt schon diese Tradition, die Kultur. Und was ich auch festgestellt habe, war, dass es dann so eine Parallele gab, weil es in Deutschland ja oft die Enkel waren, die ihre Großeltern gefragt haben. Nicht die Eltern, man fragt nicht seinen Vater, sondern man fragt seinen Großvater. Es ist eine Generation dazwischen. Und so war es ein bisschen ja mit mir auch. Also wenn ich jetzt zu meinem Onkel gegangen bin, dann war ich irgendwie so die deutsche Nichte, die irgendwie weit entfernt ist und dadurch so ein bisschen neutraler. Und vielleicht war es dann auch für sie, dann meine Verwandten, ein bisschen einfacher, mit mir zu sprechen, als zum Beispiel zu meinen Eltern.
Ja, man ist auch nicht so befangen in schon so vielen Geschichten und nicht in so einer festen Dynamik drin, wo man sich schon so lange angeschwiegen hat. Genau, und es ist der politische Konflikt, der sozusagen in dem Buch auch drinsteckt, also zwischen im Grunde zwischen dem Min und Sirn, also dem Vater und dem Onkel. Der eine ist sozusagen ein Linker, wird ein, inspiriert von der 68er-Bewegung, wird ein linker Pro-Kommunist, Idealist, und der andere erlebt die Machtübernahme der Kommunisten in Vietnam und versucht zu fliehen und riskiert sein Leben. Diesen politischen Konflikt, den gab es auch wirklich. Und der taucht auch in meinen Interviews manchmal auf. Das, dazu kommen wir nämlich gleich auch bei der nächsten Stelle. Aber davor habe ich noch eine Frage an dich zur Vergangenheitsbewältigung. Die ist ja nochmal umso schwerer, wenn man keine gemeinsame Sprache hat. Und das jetzt nicht nur wörtlich, also nicht nur so im übertragenen Sinne, sondern wirklich wörtlich, so vietnamesisch. Viele in der zweiten Generation oder dritten sprechen wenig Vietnamesisch. Du hast auch gesagt, es gab wenig andere vietnamesische Familien. Wie ist denn dein Vietnamesisch und wie konntest du mit dem Vietnamesisch, das du hast, dich denn so einer Geschichte nähern? Also ich habe immer das Gefühl, dass mein Vietnamesisch auf einem Kinderlevel ist. Also ich kann sozusagen im Alltag reden, ich kann auch in ein Restaurant gehen und Essen bestellen oder so. Aber ich kann eigentlich keine Erwachsenen-Konversation führen. Also ich könnte dieses Gespräch niemals auf Vietnamesisch führen. Ich hatte schon Angst, dass wir das müssen heute. Ja, und ich erst. Ich war bereit. Du kannst glaube ich besser Vietnamesisch als ich. Aber, und deswegen fühle ich mich auch immer infantilisiert, wenn ich nach Vietnam gehe. Ich fühle mich irgendwie nicht wie mich selbst, sondern nur eine kleine Version von mir. Das ist auch ein Gedanke, den die Hauptperson hat, nur ist bei ihr extremer, weil sie also wirklich das ja auch ablehnt. Aber bei den auch das war eine interessante Erfahrung, als ich diese Recherche gemacht habe. Ich war dann halt auch zweimal in Vietnam. Und beim ersten Mal waren meine Eltern noch mit dabei und haben tatsächlich mich auch bei vielen Interviews auch begleitet und bei der Übersetzung geholfen. Aber ich habe selber gemerkt, dass ich eigentlich auch ziemlich viel verstanden habe. Also es ging dann, ich konnte schon eigentlich immer den Zusammenhang verstehen, aber es gab dann oft einzelne Punkte, Details, wo ich das Vokabular einfach nicht kannte. Auch gerade natürlich so historische, politische Sachen, das war dann schwierig. Und da war es für mich auch sehr wichtig, jemand dabei zu haben, der für mich übersetzen kann, damit ich diese Details nicht verliere. So. Und was waren deine Eltern? Das waren dann, genau, das waren dann oft meine Eltern, also genau. Und beim zweiten Mal war ich dann alleine in Vietnam und ja, also ich habe dann manchmal auch so mit so einem Mischmasch die Interviews geführt, Vietnamesisch, Englisch oder so. Mhm. Also das war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung zu sehen, als ich dann auch gerade, als ich beim zweiten Mal dort war, ich war dann in Saigon, ich habe dann auch zum Teil war einfach nur dort und habe geschrieben. Ich war einfach im Hotel und habe von 10 bis 18 Uhr geschrieben und dann habe ich mich abends irgendwie, habe ich mich mit Freunden verabredet und mit Grab, dieser App. Das ist ja auch sehr praktisch, dass es jetzt diese Apps gibt, die ist so wie Uber, halt nur für Mopeds. Mich mit Freunden getroffen und habe einfach so ein fast normales Leben da geführt und habe mich dann auch mit meinen Verwandten verabredet und die waren dann total begeistert, wenn ich ihnen so kleine SMS voller Rechtschreibfehler geschrieben habe auf Vietnamesisch, wo es einfach nur darum ging, wollen wir uns mit den Kindern vor dem Kino treffen. Und von daher war das auch für mich irgendwie, also auch abseits vom Schreiben irgendwie auch so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie ich kann mich hier aber eigentlich auch ganz okay bewegen. Also natürlich nicht super oder so und sprachlich auf jeden Fall sehr ausbaufähig. Aber es war eigentlich besser, als ich selber gedacht hatte. Das heißt, du hast auch selber in dem Prozess sprechen gelernt. Total, total. Und ich habe natürlich auch total viel über meine Verwandten gelernt. Viele Dinge, die ich nie geahnt hatte. Und sie haben aber auch mich kennengelernt, glaube ich. Ja. Weil sie mich ja vorher auch immer nur in diesem Gruppenbild gesehen haben. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass sie das auch schön fanden, mich kennenzulernen. Ich habe dann später erfahren, vor kurzem erfahren, dass eine Tante von mir in Vietnam, nicht in Amerika, in Vietnam, auch angefangen hat, die Geschichten von ihren Schwestern aufzuschreiben. Ah, wow. Richtig krass. Und ich glaube, die haben auch wirklich, das ist in diesem Buch gar nicht verarbeitet, also was sozusagen einem
Teil der Familie in Vietnam, dann passiert es auch in den Jahren danach, unglaubliche Armut. Und das fand ich so toll, das zu hören, dass sie das, und das ist für jede der Schwestern, hat sie ihr Leben, hat sie angefangen, das Leben aufzuschreiben. Mhm. Und ja, das möchte ich natürlich, also jetzt ist es noch auf Vietnamesisch geschrieben, aber ich will es natürlich auf jeden Fall mal lesen. Ja. Ja. Hattest du eigentlich Berührungsängste mit dem Stoff, gerade aufgrund von Sprachbarrieren? Also bei mir ist es so, ich habe irgendwann angefangen, mich mit Vietnam und Vietnamesen zu beschäftigen und dann recht manisch, so im Studium, einfach alles gelesen, was es da irgendwie dazu gab. Aber es bleibt trotzdem immer so eine große Unsicherheit, weil ich mir denke, ich habe ja nicht alles verstanden. Ich kann gar nicht über gewisse Dinge sprechen, wenn ich die Sprache gar nicht vollständig verstehe. Also wie soll ich denn mich überhaupt zu irgendeiner Art von Konflikt oder Familiengeschichte oder so äußern, weil vielleicht haben die mir gerade 20% erzählt und dann ist da noch dieser Elefant im Raum und ich, Westlerin, habe es einfach nur nicht verstanden oder jemals erfahren. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Und deswegen war es am Ende wahrscheinlich tatsächlich sehr gut, dass diese Geo die Hauptperson geworden ist an dem Buch, weil durch sie klar ist, dass immer noch ganz viel offen bleibt. Und das Ende von dieser Geschichte ist auch offen. Und sie spricht sehr deutlich über die Begrenzungen ihrer Wahrnehmung, die Sachen, die sie versteht und die Sachen, die sie nicht versteht und was sie nur erahnt. Ich selber würde auch niemals von mir behaupten, dass ich ein Buch über den Vietnamkrieg geschrieben habe, sondern es ist für mich sehr stark ein Buch über eine Familie, die von der Globalisierung, von diesem Krieg zerrissen wurde. Das ist für mich sehr wichtig. Ich will nämlich nicht mir anmaßen, von hier aus meiner Perspektive, so weit entfernt und eben mit wirklich mangelndem Wissen so ein komplexes Thema aufzuarbeiten. Aber ich kann zumindest sagen, ich kann es aus meiner Perspektive aufschreiben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also es ist, glaube ich, wenn man über Geschichte schreibt, dann ist es nicht nur die Frage davon, wie viele Menschen sind gestorben, was gab es für Umerziehungslager, Foltermaßnahmen oder Gewinner des Krieges, was auch immer, sondern es geht ja auch um die Emotionen und um die psychologischen Folgen, die sowas hat. Und das ist natürlich etwas, über das man eigentlich relativ wenig spricht. Auch die psychologischen Folgen von Auswanderung. Alle denken immer, gerade vietnamesische Familien sind immer bereit, ihre Kinder ins Ausland zu schicken, damit sie ein besseres Leben haben. Aber sie zahlen dafür auch einen Preis. Sie zahlen dafür auch einen emotionalen Preis. Und das ist etwas, worüber ich schreiben kann. Und ich finde, dass, wenn ich jetzt auch zum Beispiel, ich lese auch sehr, sehr gerne natürlich das, was ich lesen kann, auch sozusagen Literatur der vietnamesischen Diaspora oder asiatischen Diaspora. Und ich finde dort diese Gefühle wieder, das sind, jeder auf seine Art beschreibt, mit seinen Klangfarben beschreibt es. Aber es ist häufig, das Thema ist eigentlich die Entfremdung, die Ferne. Mhm. Oder der Clash zwischen Nähe und Entfernung. Und es ist nicht das Bild von dem Land vor Ort in dieser Zeit, denn da fühle ich mich auch zu weit entfernt von. Ja, für mich war es krass, irgendwann, also das mache ich jetzt gerade, Literatur auf Vietnamesisch zu lesen. Mhm. Ganz, ganz langsam mit meiner Lehrerin, Satz für Satz eigentlich. Schneller geht nicht, das heißt, wir kommen so maximal langsam voran. Und ich habe ja auch gesagt, ich arbeite viel, ich habe ehrlich gesagt auch keine Kapazitäten, jetzt außerhalb von unserem Unterricht noch 5 Seiten weiterzulesen. Aber ich kann Wort für Wort mit dir lesen und es eröffnet auch irgendwie tatsächlich Welten. Und Welten eröffnet, oder eine Szene, die ich auch nochmal schön finde, die haben wir jetzt auch vorbereitet, da geht es auch nochmal um Entfremdung. Und zwar beginnt dir auch schon früher vor einer Zerrissenheit, und zwar in Zeiten von starken politischen Turbulenzen. Und vielleicht können wir da nämlich nochmal drauf eingehen, weil dieser Onkel, der in die USA ausgewandert ist, der hat schon zurück in Vietnam begann es schon, dass er irgendwie angefangen hat, sich von wiederum seinem Vater zu entfremden. Genau. Ja. Es ist Ende April 1975 und das ist der Tag, an dem der Vietnamkrieg geendet ist und eben Saigon, was wie gesagt damals die Hauptstadt des südvietnamesischen Vietnams ist, gefallen ist. Und er ist 15 Jahre alt, kommt gerade nach Hause, hat gerade versucht sozusagen zu flüchten, kommt gerade nach Hause. Der Hund tapste neben ihm her, während er sein Moped in den Hausflur schob und abstellte.
Um etwas Wasser zu holen, ging Sirn in die Küche. Dort sah er seinen Vater auf dem Boden hocken. Er hatte ihm den Rücken zugewandt und beugte sich über die Einbuchtung, die in den Fliesenboden eingelassen war. Seine Mutter machte ihm mal den Abwasch. Wie seltsam, dass er gerade jetzt Geschirr spült, dachte Sirn. Dann sah er, dass hinter seinem Vater Rauch aufstieg. Wir unterbrechen unsere Berichterstattung für ein Statement des südvietnamesischen Präsidenten Minh, der seit 48 Stunden im Amt ist. Präsident Minh hat soeben alle Angehörigen der südvietnamesischen Armee aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Wir wiederholen, alle südvietnamesischen Soldaten sollen die Kämpfe einstellen. Das Radio war so laut, dass es alle anderen Geräusche übertönte. Sirn trat hinter seinen Vater und sah, dass er ein Feuer gemacht hatte, indem er etwas verbrannte. Knisternd fraßen sich die Flammen durch den beigefarbenen Stoff seiner Uniform. Sie arbeiteten sich über den Ärmel bis zur Schulter voran, von der Schulter über die Brust. Grauer Rauch stieg über dem hellen Stoff auf. Es stank, noch schlimmer als verbranntes menschliches Haar. Sirns Augen tränten, aber er wagte nicht aufzuschauen. »Was machst du da?« In dem Moment, in dem die Frage seine Lippen verließ, kannte er die Antwort bereits. Sein Vater sah ihn nicht an. Er sprach in das Feuer hinein. »Hol mir das Fotoalbum.« Er sprach so leise, dass er kaum zu verstehen war, und zeigte nach oben, Richtung Wohnzimmer. Seine Eltern mussten das Album von der amerikanischen Botschaft wieder nach Hause gebracht haben. Sirn rannte die Treppe hinauf und fand es auf dem Boden vor dem Balkon. Ein dicker weißer Band, groß wie eine Schallplatte. Die Bilder von der Hochzeit seiner Eltern waren darin, von ihren Familienurlauben in Vung Tau, von diesen schönen Häusern mit den roten Dächern, die Minh ihn aus Deutschland geschickt hatte. Sirn rannte damit wieder nach unten. Sein Vater deutete Richtung Feuer. »Wir müssen es vernichten. Es sind zu viele Bilder von mir drin.« Der Rauch stieg Sirn in die Lunge. Er spürte, wie sich alles verengte. Er atmete schneller, sein Herz raste. Mit beiden Armen umklammerte er das Fotoalbum. Das Glück seiner Familie. Er hielt daran fest. Er flehte. »Wir können auch nicht unsere Erinnerung verbrennen.« Hustend drehte er sich zur Seite. Sein Vater fasste ihn an die Schultern. Sachte drückte er sie. »Lass los, mein Sohn.« Ja, auch da eine sehr besondere Stelle und auch ein gewisses Statement anzusprechen, dass gewisse Geschichten, gewisse vietnamesische Geschichten auch vernichtet wurden. Mhm. Weil, um jetzt einfach ein bisschen Kontext zu geben, ich weiß gar nicht, wie viele hier überhaupt vertraut sind mit der vietnamesischen Geschichte, aber wir haben eine Regierung mit einem gewissen Narrativ, das sie gerade durchdrücken will. Ich weiß, dass hier ein Livestream läuft, der für immer im Internet bleiben wird. Und dass in dieses neue Narrativ von diesem neuen, wiedervereinten Vietnam, dieser sozialistischen Republik, da passen einfach einige Familiengeschichten nicht rein. Und die Familien haben sich auch selbst darum bemüht, das verschwinden zu lassen, zu ihrem eigenen Schutz auch. Und da ging einfach wahnsinnig viel Material verloren. Und also es ist erstens schon mal stark, das anzusprechen und zu thematisieren in einer politischen Lage, wo man auch gar nicht weiß, was passiert, wenn man damit sehr offen umgeht. Hm. Und andererseits auch bewegend, weil man hier wieder Geschichten erzählt, die eigentlich nicht existieren. Also hier kannst du gar nicht so klassisch journalistisch recherchieren, was wurde verbrannt, was war da so drin, sondern musst dich alles drauf verlassen. Und vielleicht können wir erstmal auf so diese politische Lage eingehen. Dieses Buch kann nicht unpolitisch sein. Es ist natürlich eine Familiengeschichte und es geht auch um Familienpsychologie und so weiter. Aber es spielt nun mal auch in Südvietnam und es spielt auch da in der Diaspora, wo es unterschiedliche politische Haltungen gibt. Ich frage mich, welche Gedanken hast du dir dazu gemacht, diesen Roman in diesem komplizierten Setting, das ja noch bis heute fortlebt, zu platzieren? Es ist kein politisches Buch, aber es ist ein Buch, das politisch ist. Eine Familiengeschichte, die politisch ist. Aber die, glaube ich, am Ende, wenn man es durchliest, auch keine Seite einnimmt. Oder besser gesagt,
bei beiden Seiten darüber spricht, was schiefgelaufen ist. Es ist natürlich nicht einfach. Ich glaube auch, dass es vielleicht auch nicht jeder, auch gerade zum Beispiel Vietnamesen der ersten Generation, würden es vielleicht auch deswegen nicht so gerne lesen wollen, weil eben diese Frage mit der politischen Spaltung zwischen Nord und Süd, zwischen Pro-Kommunisten und Antikommunisten auch immer noch lebendig ist. Mhm. Und ein Teil des Romans spielt ja in Little Saigon, wo es halt eben auch Leute gibt, die sehr krass irgendwie so antikommunistisch sind das alte Südvietnam auch immer noch sozusagen weiter in ihren Köpfen fortlebt. Also Little Saigon ist ein Ort in Kalifornien, in den USA, und da sind viele ehemalige Geflüchtete. Genau. Es war aber für mich auch nicht, es ist für mich sehr stark Teil dieser Familiengeschichte, deswegen hätte es nicht ohne, es hätte nicht ohne dieses, dieses Thema, ich hätte es nicht umgehen können. Ich wollte es aber nicht auf eine Art schreiben, die irgendwie belehrend ist oder die sagt, das war richtig, das war falsch, die Person hat sich geirrt, die Person hatte recht, sondern ich wollte es einfach erzählen. Auch deswegen habe ich die Form eines Romans gewählt. Und ich wollte es auch erzählen auf eine Art, die sehr einfach zu verstehen ist. Also wie diese Szene, die ich gerade gelesen habe, die ist ja eigentlich einfach erzählt aus der Sicht von einem 15-jährigen Jungen. Und ich hoffe, dass man sie einfach lesen kann und dann für sich selber seine Schlüsse ziehen kann. Oder dass man dieses ganze Buch lesen kann, seine Schlüsse ziehen kann. Und mir fiel später noch ein, dass es auch nicht nur eine Frage ist, diese Frage, wie gehen wir mit der Spaltung um, mit Spaltung in Familien, ist nicht nur eine Frage, die etwas mit dem Vietnamkrieg zu tun hat, sondern ist natürlich eine Frage, die sehr aktuell ist. Bis hin zum Thema Impfen. Oder und die, glaube ich, mich auch selber sehr, sehr beschäftigt hat. Also ich habe dieses Buch 2017 angefangen zu schreiben. Und 2016 habe ich für die Zeit den Brexit gecovert und ein bisschen die Wahl von Trump. Und das waren für mich total prägende Erlebnisse, weil ich halt dachte, wie kann die falsche Seite gewinnen? Wie kann das sein? Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die für den Brexit gestimmt haben oder für Trump. Und ich war vor Ort, als diese Sachen passiert sind. Ich habe gesehen, wie krass diese Gesellschaften, wie Demonstrationen, Leute, die geweint haben, die wütend waren, verzweifelt und so. Ich habe das alles gesehen und erlebt und ich habe mich selber auch hinterfragt. Ich habe mich gefragt, wie kommen wir in das eine Lager und das andere? Und wie vor allen Dingen, es gibt diese beiden Lager und wie viel verstehen wir von der anderen Seite? Also ich zum Beispiel hatte sehr lange auch in London gelebt und ich hatte nicht diese Leute verstanden, die Europa ablehnen. Ich habe die nicht verstanden, ich habe die nicht gesehen und ich habe mich eigentlich auch nicht für die interessiert. Und das wurde mir erst 2016 alles klar. Und ich glaube, dass dieser Mindset auch in dieses Buch reingeflossen ist. Unbewusst. Also diese krassen Spaltungen, diese politischen Spaltungen, die halt ganze Gesellschaften zerreißen können und die aber auch ganze Familien zerreißen können. Familien sind ja die Keimzelle der Gesellschaft. Das ist der Konfuzius, aber es ist so. Ja. Die Familien sind die Keimzelle der Gesellschaft. Und du hast die Spaltung auf engstem Raum. Und wie kann man denn damit umgehen? Kann ich denn einfach meinen Onkel ablehnen, meinen Bruder ablehnen, weil der eine komplett andere Haltung vertritt als ich? Ist der nicht trotzdem irgendwie mein Onkel oder mein Bruder? Wie geht man damit um? Und das ist, wie viel Schaden richtet es an, wenn wir uns davon so krass zerteilen lassen? Ich finde nicht, dass man relativieren sollte. Ich finde schon, dass man auch seine eigenen Werte haben sollte, dafür einstehen sollte. Ich hoffe, dieses Buch hat auch seine Werte. Aber ich möchte nicht anderen sagen, also ich möchte schon respektieren, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich. Und ich glaube, dass es irgendwie wirklich fatale Folgen hat, wenn man den anderen irgendwann nicht mehr als Menschen sieht. Und das passiert sehr schnell. Ich glaube, das ist sehr stark in dem Buch. Es ist sehr versöhnlich tatsächlich, weil es eben nicht die vietnamesische Geschichte aus einer Perspektive erzählt, sondern obwohl es eben in Südvietnam spielt oder auch obwohl gewisse Gewaltszenen vorkommen, Auslöschung von Geschichte,
Und eben auch Little Saigon und dieser Onkel, der sehr viel Wut in sich trägt und auch zu Recht einfach viel Wut in sich trägt, haben ja trotzdem auch diesen Vater, der sich von den linken kommunistischen oder den linken Studenten auch so ein bisschen reinziehen lässt, einen Spiegel liest zum Beispiel ganz viel und dann auch irgendwann sagt, naja, einerseits, andererseits und ich will eigentlich schon irgendwie auch dieses Land aufbauen und so eine Übergangsphase ist nun mal chaotisch. Also finde ich sehr spannend, nochmal von dir zu hören, dass es auch unter dem Eindruck von Brexit und der Trump-Wahl geschehen ist. Sonst hätte ich nämlich gefragt, wie wichtig war dir einfach an sich diese vietnamesische Geschichte so auszubalancieren. Also das verdichtet sich ja dann nochmal sehr stark in der Geschichte des Onkels und seiner Frau. Der Onkel ist Südvietnameser, seine Frau, die jetzt verstorben ist, eine Nordvietnamesin. Und dann dachte ich auch, okay, worauf willst du hinaus? Warum ist es so ein starkes Thema auch, dieses Zusammenkommen? Und das wiederum ist es gibt eine Beziehung sozusagen, genau wie du sagst. Sie ist inspiriert von einer Freundschaft, engen Freundschaft zwischen einem Onkel, einem meiner Onkel von mir. Ich habe viele Onkel. und sie sind verschiedene Arten eingeflossen in die Figur. Und der hat einen Freund, war in der Schule befreundet mit einem Jungen, der aus Hanoi kam. Und ich habe meinen Onkel interviewt und dann hat er mir die Nummer von seinem Freund gegeben. Und da war ich in Saigon und habe seinen Freund, der lebte dann inzwischen in Saigon, da habe ich seinen Freund interviewt. Und der hat mir auch so, also er hat mir auch so krasse Sachen erzählt von dem, was er erlebt hat. Also die Nordvietnamesen, auch so unglaublich. Also er hat Jahre im Dschungel gelebt, tatsächlich, getrennt von seinen Geschwistern. Auch das ist eingeflossen ins Buch, aber die Härten, die sie erlebt haben, es gab so starke Bombardierungen auch von Hanoi und ich fand das dann krass, weil ich ja von meinem Onkel wusste, der ist doch total der Antikommunist, wie kann er denn mit diesem Jungen befreundet sein, der doch aus dem kommunistischen Nordvietnam stammte. Und die waren aber beide dann so auf so einer persönlichen Ebene, hatten sie total zueinander gefunden und sie hatten sich dann sogar auch, die waren zwar Jugendliche, aber die hatten dann ihren Weg gefunden, miteinander umzugehen und auch sich selber so ein bisschen gegenseitig aufzuklären. So. Und das war für mich total interessant und auch bereichernd, das mit ihm zu sprechen. Und Bao Ninh ist ja auch, wie gesagt, ein Nordwind. Ich habe auch mit anderen gesprochen. Also ich wollte schon auch gerne beide Seiten hören. Oder was heißt beide Seiten? Es gibt ja noch viel mehr Perspektiven, die man hätte einfangen können oder so. Aber wenn du es dann hörst, dann merkst du, es gab halt auf allen Seiten Elend so und großes Leid und so. Und man kann, also im Krieg, man versucht immer so, auch gerade von Deutschland aus, versucht man immer außenpolitische Konflikte so zu deuten und so ein Muster zu schreiben. Das sind die Guten, das sind die Bösen, das ist der böse Diktator und das ist die Opposition, die heldenhafte Opposition. Aber wenn man näher rangeht, dann ist es, merkt man, dass es sehr viel komplizierter ist. Ja. Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, dass alles, was du da ausgegraben hast, was nicht so selbstverständlich ist, selbst diese politische Positionierung, die eine versöhnliche ist, wie kam sie eigentlich an? Hast du vor allem, also besonders interessiert mich, ob du auch mit Leserinnen und Lesern der ersten Generation gesprochen hast. Es ist jetzt schon ein paar Wochen erschienen, dieses Buch, was ihre Gedanken so dazu waren. Also ich habe noch nicht so viel mit Lesern, Vietnamesen der ersten Generation gesprochen. Ich habe mehr Reaktionen bekommen von der zweiten Generation. Es kann sein, dass es eine sprachliche Sache ist oder dass es eben für sie auch nochmal ein bisschen, erste Generation sich, glaube ich, nochmal anders liest. Also ich glaube, dass ja zum Beispiel diese Schilderung von Krieg und so, das ist denen ja näher als sozusagen mir. Und sie haben, glaube ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen von meinen Eltern ausgehe, haben auch ein bisschen andere Vorstellungen von Literatur oder so. Also es ist mein Vater oder meine Eltern, diese Identitätsfragen, die so da drüber liegen am Ende der Familie, es ist etwas, was, glaube ich, für die erste Generation manchmal auch ein bisschen fremd ist als Thema.
Aber ich habe das Gefühl, dass sich da auch einiges verändert. Also auch in der ersten Generation der Vietnamesen hier, dass man jetzt auch viel mehr anfängt, darüber zu sprechen, auch wie wir miteinander umgehen in den Familien oder worüber wir reden, worüber wir schweigen. Also ich glaube, es ist noch ein relativ junger Prozess. So. Ja. Aber mindestens deine Eltern haben es ja gelesen. Vielleicht magst du auch noch verraten, was außer, dass die Hauptfigur ihnen zu würdelos erschien. Ach, naja, meine Eltern haben natürlich nicht so viel dazu gesagt. Vietnamesen. Ja. Aber also sie haben erstmal nicht so, also ja, also sie fanden dann die historischen Szenen schon spannender als den Anfang. Aber jetzt habe ich festgestellt, ich merke es nur an ihrem Verhalten. Also erstmal haben sie ganz viele von ihren Freunden eingeladen zu meiner Buchpremiere. Ah. Und ich glaube, die fanden das übrigens auch ganz, ganz gut. Und jetzt schicken sie mir auch immer so, wir haben so eine Familien-WhatsApp-Gruppe, dann schicken sie immer so Fotos. Sie gehen in die Buchhandlung rein, dann gucken sie, wo mein Buch ist. Und dann machen sie ein Foto und dann schicken sie es mir. Und wenn das Buch nicht auf einem Tisch ist, dann fragen sie die Buchhändlerin, wo das denn ist und warum es so versteckt liegt. sie kriegen auch Reaktionen darauf. Also mein Vater, der arbeitet jetzt noch manchmal in so einer Praxis. Und es kommen dann so manchmal so Kollegen von ihm, die ihn darauf angesprochen haben, auf das Buch. Oder es geht, und er hat jetzt auch angefangen, das Buch an sie weiterzugeben, andere weiterzugeben, damit sie ein bisschen mehr von seiner Geschichte verstehen. Das ist also, Next Level Stolz für Eltern, muss ich sagen. Also sie verbalisieren es nicht so, aber ich denke, es ist schon okay, dass es jetzt in der Welt ist, dass sie es ganz gut finden. Ich bin natürlich auch sehr gespannt und angespannt, wie es denn für meine amerikanisch Verwandten und vietnamesisch Verwandten sein wird. Es ist halt, bisher geht es aus sprachlichen Gründen es nicht. Wir haben nur einen Teil auf Englisch übersetzt, noch nicht das ganze Buch. Da wäre ich auch... ja, natürlich möchte ich einerseits, dass sie es lesen, andererseits erwarte ich es auch nicht von ihnen, dass sie, nur weil ich jetzt ein Buch geschrieben habe, warum sollten die es jetzt unbedingt lesen? Das wäre so. Oder auch, ich erwarte auch nicht, dass sie es gut finden. Also auch gerade zum Beispiel auch aus politischen Gründen. Also vielleicht finden sie dann, dass ich mir zu viel rausgenommen habe oder so. Also ich weiß es einfach nicht. vielleicht wird irgendwann der Moment kommen, wo es dann alles auch wirklich auf Englisch übersetzt ist und ich es ihnen geben kann. Eigentlich möchte ich es sehr gerne teilen, aber tue es nicht in der Erwartung, dass sie meine Arbeit gutheißen. Ich kann auch da ist ein bisschen wie mit dem politischen Differenz. Ich kann es respektieren, wenn das nicht so ihr Ding ist. Aber ich glaube, grundsätzlich finde ich es eigentlich gut, dass ich es gemacht habe. Ja, politisch nicht so das Ding, ist ja die eine Sache. Und das andere ist, wenn man so persönlich anfängt zu erzählen. Ja. Ich schreibe schon mehr, als du sagen würdest. Ja, genau. Und ich würde auch viele Sachen niemals aussprechen, die ich aufgeschrieben habe. Deswegen schreibe ich ja, weil man dann so denkt, ich schreibe es ja nur aufgeschrieben, dann ist es quasi weg. Aber es ist Literatur. Dann, aber es ist ja dann wirklich da. Aber es ist irgendwie so... Für mich irgendwie viel einfacher, glaube ich, für mich, es gibt andere Leute, die können auch über Dinge gut sprechen, aber ich bin tatsächlich auch eher so in vielen Dingen, glaube ich, jemand, dem das Sprechen nicht so leicht fällt. Und wir haben ja auch in meiner Familie eher die Kultur, dass man Sachen jetzt nicht an die große Glocke hängt oder Probleme auswälzt oder so. Und deswegen wäre schon dieses Buch natürlich irgendwie... schon irgendwie krass oder vielleicht auf eine persönliche, wenn man auch selber irgendwie davon betroffen ist, bestimmt auch nicht so einfach zu lesen, das verstehe ich schon. Das ist, glaube ich, auch immer so für Leute, wenn du mit jemandem verwandt bist oder sehr eng bist, der schreibt und autofiktional schreibt, dann ist es halt immer die Gefahr, dass du in einem der Bücher auftauchst und vielleicht auch auf eine Art auftauchst, die dir selber nicht so gefällt. Ja, das ist, als Schreiber muss man, glaube ich, das dann auch so ein bisschen aushalten. Ich kann nicht bestätigen, dass du nicht so gut sprechen kannst und auch nicht über diese Themen. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so viel auch über diesen Schreibprozess und deine Recherchen zu erzählen, die Hintergründe, deine Gedanken dazu. Vielleicht einfach einmal eine Runde Applaus für die Autorin. Ja.
An dieser Stelle beenden wir auch unser Gespräch zu zweit und würden öffnen an das Publikum. Das heißt, wenn hier noch Fragen oder Kommentare sind, ein wenig Zeit haben wir noch und können da noch ein bisschen drauf eingehen. Ich wiederhole auch laut, das heißt, es muss niemand zum Mikrofon kommen. Es sei denn, ihr wollt in diesen Livestream. Ja, da hinten. Ich habe die Aufforderung, alles nochmal laut zu wiederholen, damit man es auch im Livestream hört. Die Frage war ganz kurz zusammengefasst, wenn er oder die Person da hinten mit vietnamesischen Menschen spricht, dass man zwar über viel reden kann, aber über Emotionen wird es dann jedes Mal schwer. Und wie war das für dich bei den Interviews für das Buch? Es ist auf jeden Fall schwierig. Selbst mir fällt es nicht leicht, über meine Gefühle zu sprechen, muss ich gestehen. Ich glaube, dass es vielleicht, ich weiß nicht, Vanessa, wie du das machst, aber ich glaube, ich habe mir immer noch angewöhnt, dann manchmal so hintenrum zu fragen, so irgendwie nicht direkt zu fragen, bist du jetzt stolz auf deine Tochter oder so, sondern was machst du denn, wenn, keine Ahnung, deine Tochter zu Besuch kommt oder so. Ich glaube, es ist schwer, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist tatsächlich schwer, Gefühle zu verbalisieren. Aber es heißt natürlich nicht, dass Vietnamesen nicht emotional sind. Im Gegenteil, ich glaube, sie sind sehr emotional. Und wir hatten ja vorhin kurz über die vietnamesische Literatur gesprochen. Mhm. Mein Gefühl ist, dass zum Beispiel das immer auch sehr metaphernreich ist, weil es natürlich Metaphern ein indirekter Weg sind, um über Dinge zu sprechen. Also es wurde ja kurz erwähnt, in einer der Szenen, die ich vorgelesen habe, wurde die Geschichte erzählt von der steinernen Witwe. Das ist ein sehr berühmtes Lied, eines der Kriegslieder. Und es handelt von einer Frau, deren Mann als Soldat in den Krieg geht und die so lange auf seine Rückkehr wartet, bis sie zu Stein wird. Und das ist eine total emotionale Geschichte, auch wenn da nicht das Wort Trauer, Verlust, Schmerz oder so vorkommt. Und ja, ich glaube, von daher habe ich versucht zu verstehen, was bestimmte Dinge mit meinen Verwandten gemacht haben, indem ich versucht habe, mir Fragen zu stellen, sie auch nicht so in eine Ecke drängen. Oder wo ich das gemerkt habe, sie können jetzt gut hierüber reden, sie können mir gut beschreiben, wie war die Situation in dem Gefängnis, wie war die Nacht auf diesem Boot, was waren die ungeschriebenen Regeln des Flüchtlingscamps, in dem 20.000 Menschen lebten und dem es 10 Toiletten gab. Und so habe ich versucht, mich dem anzunähern. Also Vanessa hat ja gerade gefragt, wie meine Eltern auf mein Buch reagiert haben. Das ist ja auch so eine Frage. Ich würde sie niemals fragen, wie findet ihr mein Buch? Also unmöglich. Aber ich sehe es auf andere Arten und vielleicht, wenn Sie mit Vietnamesen zusammenarbeiten, vielleicht können Sie es auf andere Arten beobachten. Und Sie können sicherlich mit Ihnen zusammen essen. Dann gucken Sie, wer gibt Ihnen was zu essen, wie viel essen, wird Ihnen das beste Stück Fleisch in die Schale gelegt. So, das ist auch eine sehr emotionale Art, Zuneigung auszudrücken zum Beispiel. Ja, ich hatte, glaube ich, so die älteren Generationen immer für etwas gefühlskalt oder also irgendwas war da. Mhm. Und dann habe ich immer gelernt, dass, nee, das ist mein westlicher Blick, Gefühle zu lesen und zu verbalisieren, weil es auch ganz viele andere Ebenen gibt, wie du sagst. Es gibt die nonverbale, es gibt die rein körperliche, es gibt die über das Essen. Es gibt so viele Codes, über die man auch Gefühle ausdrücken kann, die nicht Worte sind, dass ich inzwischen denke, ich habe das einfach nur nicht verstanden. Also ich habe das, ich habe einfach diese Love Languages von vietnamesischen Menschen nicht richtig lesen können oder deuten können und kann das aber, also man muss das auch irgendwie lernen und auch akzeptieren, dass es vielleicht andere Wege gibt, Gefühle zu kommunizieren. Aber ich bin natürlich auch hier aufgewachsen. Wörter sind mir sehr wichtig. Wir schreiben ja beide, wir arbeiten mit Sprache.
Jetzt habe ich seit ich Vietnamesisch lerne, seit einem Jahr, das Wort stolz gelernt, Dhao. Und habe irgendwann mal einfach mal meiner Mama gesagt, Mama, bist du eigentlich stolz auf mich? Weil ich das nie gehört habe, nie, nie, nie. Ihr ganzes Leben hat sie es nicht gesagt. Und das Antwort kam nur, ja klar. Okay, aber vielleicht war es auch einfach überhaupt nicht wichtig, dieses Wort zu hören. Vielleicht war es einfach wichtiger, wie sie sich verhält und das über alle anderen Ebenen auch die ganzen letzten Jahre ausgedrückt hat. Ja, und ich glaube auch, was viele Vietnamesen der ersten Generation gelernt haben, ist also auch gerade zum Beispiel die Einwanderer, sie arbeiten sehr, sehr hart. Sie arbeiten sehr hart und sie reißen sich richtig krass zusammen. Also ich bin totale Waschlappen dagegen, ja. Und ich glaube, ich arbeite auch relativ, also ja. Aber es ist auf jeden Fall, es sind diese Leute, die sich nie schonen. Ich weiß noch, ihr hattet in eurem Podcast mal so eine sehr schöne Geschichte von einer Frau, die einem Blumenladen arbeitet. Mhm. Erzählt von ihrer Tochter. Das ist wirklich, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, es heißt Meine Mutter, die Blumenfrau. Ja, genau. Und da gab es so eine Szene, die ich irgendwie nicht vergessen konnte, weil sie beschreibt, wie sie auch an Weihnachten ihre Eltern gearbeitet haben, weil sie da, ich glaube, die Adventskränze oder so Weihnachtsgestecke. Weihnachtsgestecke machen. Und wie sie dann auch in dem Laden war an Weihnachten und alle anderen um sie herum hatten aber frei und haben Geschenke bekommen und so. Und das ist für mich so ein plastisches Beispiel dafür, wie krass diese, wie krass hart die Vietnamesen arbeiten. Und viele haben gelernt, dafür ihre eigenen Gefühle zurückzustecken. Es ist nicht so, dass sie nicht da sind, aber man gönnt sich nicht den Luxus, sich dem hinzugeben, sondern man muss erstmal sozusagen auch, man muss für seine Familie sorgen oder man muss für sein Überleben sorgen. Und in der Generation, oder sie haben es von ihren Eltern so gesehen. Und das ist natürlich auch etwas, man lernt das, was man bei seinen Eltern sieht oder bei seinen Vorfahren. Und in Vietnam ist es manchmal wirklich sehr, auch sehr tough. Und ich glaube, das ist ein weiterer Grund, warum ich es manchmal auch nicht so leicht finde, sozusagen zu verstehen, okay, was denkt oder was fühlen jetzt meine Eltern oder so, oder warum das eigentlich nicht so ein Riesenthema oft ist. Ja. Und ich glaube, Menschen, die den Krieg miterlebt haben, das ist, glaube ich, eine universale Erfahrung. Ja, das ist auch natürlich auch ein Schutzmechanismus. Die da zumachen. Genau, haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum oder Kommentare? Das kann ich kurz sagen. Ja. Also, in dieser Welt gibt man nur drei Länder, die auch gleiche so Geschichte haben, wie in Korea, in Vietnam und in Deutschland. Das heißt, ähnlich wie diese frühe Krieg. Und wie man die Vergangenheit bewältigen, ich meine, normalerweise Vietnamesen können wir von Deutschen viel lernen. Weil nach so vielen Jahren nach dem Krieg, wir Nord und Süd über diesen Gedanken, also ich bin von der ersten Generation und in meiner Familie, ich denke vielleicht die Versöhnung, weil meine Frau, der Vater ist früher, der hat man die Militärakademie in der Lach, also das war für Südvietnam und meine Mutter ist auch ihr Offizier. Von Nordvietnamesen. Und wir sind verheiratet. Und wir, das ist wie ein Beispiel von einer Versöhnung. Und ich denke, vielleicht Vietnamesen so auch in diese Richtung gehen. Weil das ist auch jetzt ist immer so, diese ganze, überhaupt, also Medien also, und über Krieg wird man immer so noch wie vor 30, 40 Jahren. Ich denke, vielleicht ihr Buch ist auch der erste Anfang, dass man liest und man wird in sich gehen und irgendwie man zu einer finden, weil ich habe auch viele Bekannte in West-Berlin, viele Vietnamesen in West-Berlin und einmal bei einer Feier, Jugendfeier, und ich habe also Nord- und Süd-Vietnamesen zusammen eingeladen und meine Bekannte in West-Berlin und die haben erst gesprochen, die haben einen Schiff also gemietet und auf diesem Schiff und die hat gesagt, ihre eigene persönliche Geschichte erzählt, die erinnert sich, wo sie früher aus Guangdao man so als Mokipo man so geflüchtet ist. Sie hat uns niemand diese Geschichte gehört, erzählt, aber das heißt, an diesem Feier hat sie erstmal so ausgesprochen. Das heißt, es ist dass viele diese Krieg, Vertreibung, alles so, und das ist ein sehr, sehr, sehr langes Thema. Aber ich bin 1985 in die DDR gekommen und habe auch in Tennis studiert, in Marschall, und ich habe auch diese mit vielen meiner deutschen Freunden, Verwandten auch über den Zweiten Weltkrieg und ich habe immer so die älteren Leute so gefragt, wie war früher
immer so früher diese internationalen Beziehungen, ist immer ein Stasi dabei. Das heißt, ich in einem Zimmer, wo drei Stunden blind ist, immer ein Stasi, der lächelt mir jeden Raum und erzählt alles und am Freitag erzählt alles. Aber das heißt, die ganze, man hat, also ich finde das schön, jetzt auch zum Beispiel letztes Mal, wo diese über den Zweiten Weltkrieg, wo der Bundespräsident auch über diese ganze Geschichte erzählt hat, dass sie die ganze Vergangenheit der Bewegung, soll man das auch in dieses Dokument man kann auch viel von Deutschland lernen. Ja, danke schön. Ich glaube, ich schaffe es nicht, das komplett zusammenfassen, aber da kam ein sehr flammendes Plädoyer für mehr Verständigung auch zwischen eben Nord und Süd oder in auf Deutschland übertragen, Ost und West. Und dieses Buch ist einer der Anfänge. Ich meine, letzten Endes sind wir auch vielleicht auch diese Generation. Ich meine, du bist Südvietnamesin, ich bin Nordvietnamesin, ich podcaste mit einer Südvietnamesin. Das sind einfach auch, es brechen schon auch ein bisschen andere Zeiten an. Ich habe hier noch eine Wortmeldung gesehen, zwei sogar noch, mit dem roten Pulli vielleicht und dann dem grünen Schal. Vielleicht sammeln wir die beiden auch und dann müssen wir auch schon... Ach so. Aber von der Thematik her doch so aktuell ist, dass wir eigentlich jede Nation, die sich hier in Deutschland, und ich bin auch erst 8 Jahre in Berlin, erst im dritten Alter in die große Stadt gezogen, dass wir doch viel, viel von den anderen lernen können. Und sie haben es so wunderbar gebracht, dass Völkerverständigung, wie man dieses alte Wort aus meiner Schulzeit, nur auf so einer Basis zuhören, dass wir miteinander reden und jeder was mitnimmt. Dankeschön, ich wollte keine große Rede. Ja, alles gut. Also es ist auch, also vielleicht noch einmal kurz, wir haben nämlich auch schon leicht überzogen und jede Person hier ist einfach frei zu gehen, weil es gibt keine Verpflichtung hier zu bleiben. Das ist ihre Freizeit. Bitte machen Sie mit ihrer Zeit das, was Sie möchten. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie gerne diesen Abend beenden, dann gerne. Also ja, dankeschön für Ihren Besuch. Genau, also wenn Sie, ich wünsche Ihnen einfach einen schönen Abend, würde ich sagen. Ja. Und würde. Ja, und für die, genau, die noch bleiben wollen, würde ich aber trotzdem noch die zwei Wortmeldungen noch gerne auch hören. Genau, hier, roter Pulli. So, ich kenne die Namen. Hallo. Vielleicht die Maske runter. Tschüss. Genau, die Frage war, das Buch ist schon teilweise auf Englisch übersetzt. Wie sieht es mit der vietnamesischen Übersetzung aus? Und vielleicht hören wir uns auch noch die andere Frage an daneben. Doch nicht mehr? Okay. Oh. Ja. Ich würde es grundsätzlich natürlich sehr, sehr gerne auf Vietnamesisch übersetzen lassen. Hab da auch mitbekommen, es gibt auch Interesse durchaus. Was für mich eine offene Frage ist, ist, wer das übersetzen kann, also beziehungsweise wo man es übersetzen kann. Ein Verlag in Vietnam muss sich natürlich an die dortigen Gesetze halten und alles, was den Krieg und die Revolution angeht, ist schwierig. Also es ist einfach, man kommt da schnell in Konflikt mit Zensurgesetzen, die dort einfach geltendes Recht sind. Und ich glaube, das wäre, man müsste einfach schauen, was möglich, also dass man ein Buch, wenn man ein Buch übersetzen kann, auf eine legale Weise, die dann aber den Kern des Buches rausnimmt. Es ist ja kein antikommunistisches Buch, aber es geht ja, wie wir schon besprochen haben, auch immer, es geht um auch um politische Fragen. Es kommt auch eine Person vor, die ins Umerziehungslager muss und so. Es ist kein Angriff auf die Regierung oder so, aber es könnte trotzdem natürlich anders gelesen werden. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob es möglich ist, ob es vielleicht nur in einem kleinen Rahmen möglich ist, eher in einem privaten oder so.
oder in einem Exilverlag. Also es sind alles Sachen, die, glaube ich, noch auf mich fragen, die vielleicht noch auf mich zukommen und wo ich mich aber auch beraten würde mit Leuten, die sich da besser auskennen als ich. Ich weiß aber grundsätzlich, dass es nicht so einfach ist. Wäre toll, das auf Vietnamesisch zu lesen, einfach schon als Übung und dann so nebeneinander zu legen. Du kannst es dann auch, ja. Ja, warum nicht? Noch eine Anschlussfrage. Ja. Und das wäre zum Beispiel auch für mich jetzt erstmal mein erstes Anliegen, wenn wir es übersetzen, dass es eben auch zum Beispiel die Elterngeneration lesen kann. Mhm. Auch gerade für Leute, die im Ausland leben, weil ich glaube, die können sich auch eher damit identifizieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Vietnam so ein Buch lesen wollten, aber es gibt auf jeden Fall schon eine vietnamesische Rezension davon. Wir können einfach, ich könnte einfach mal ein E-Mail notieren, und wenn es mal irgendwie etwas gibt, wo jemand sagt von sich aus, ich möchte gerne ein Kapitel von deinem Buch übersetzen oder so und man es an andere verschicken kann, einfach so für den privaten Gebrauch, dann könnte man das zum Beispiel machen. Sowas. Auch teilweise ist ja auch schon besser als nichts, oder? Ja, genau. Also fände ich auch. Also aber ja, genau. Also da das kann ich sozusagen alles nicht alleine machen, sondern müsste einfach schauen, was geht. Okay. Aber grundsätzlich fände ich das total schön, natürlich. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es uns näher gebracht hat und dass auch so eine Barriere abgebaut hat. Wir rufen uns jetzt nicht gegenseitig an, aber es ist so, manchmal kommentieren so Onkel von mir auf Facebook oder so. Sie kriegen auch manchmal so mit, dass ich so poste diese Sachen zu dem Buch auf Deutsch auf Facebook. Und letztens gab es auch sogar so ein, kam ich in so einem kleinen Fernsehbeitrag vor, von der Frankfurter Buchmesse, und da hatte mein Onkel das, glaube ich, auch selber tatsächlich geguckt. Jedenfalls schrieb er denn da darunter an dem Facebook, dass er das gesehen hatte. Und von daher habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwie, wir haben uns halt so ein bisschen miteinander auseinandergesetzt, ne? Und nicht nur, war nicht nur im gleichen Raum. Und es ist immer wieder schon auch eine geografische Distanz, und es ist auch natürlich ein bisschen Zeit vergangen, und es wird auch gerade mit der Pandemie sicherlich ein bisschen Zeit vergehen, bis ich sie wieder treffen kann. Aber wir haben wir haben uns besser kennengelernt, und das macht schon Unterschied, finde ich. Und sie waren, glaube ich, auch irgendwie, also ich glaube, sie fanden es irgendwie auch ganz gut, dass ich mich für sie interessiere. Das klingt ja total bescheuert, aber ich glaube, sie fanden es irgendwie auch gut und vielleicht auch so ein bisschen überraschend, aber dass da jemand gekommen ist und man so wissen wollte, wie das für sie war oder wie das für sie ist. Weil man ja oft irgendwie im Alltag nicht dazu kommt. Ja. Schön. Wenn jetzt nicht sofort eine Hand in die Höhe schellt, dann würde ich sagen, es sind auch total schöne Schlussworte, mit denen ich euch und sie gerne in diesen Abend entlasse. Dieses Buch liegt hier aus. Wer es noch nicht gelesen hat, das ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Und ansonsten, wenn noch Fragen sind, ich glaube, wir stehen auch noch kurz hier und können dann auch 2 Jahre Gespräche führen. genau, vielen Dank für den Besuch. Ja. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank auch für die sehr gute Moderation. Vielen Dank für die guten Antworten. Vielen Dank für die Einladung.